Hallo, wir sind heute im Landhotel Blauen. Mein Name ist Caroline Börner und ich bin Köchin hier. Heute kochen wir Rinderfiletsteak Medium mit Kräuterschaumsoße und Kürbispüree. Ich zeige Ihnen jetzt das Kürbispüree. Dazu benötigen wir Hokkaido-Kürbis in kleine Stückchen geschnitten, so in der Art. Dann Kartoffel, auch in solchen Stückchen geschnitten, gewürfelte Zwiebel, ein bisschen Öl zum Anbraten, Creme fraiche und Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Zuerst geben wir etwas Öl in einen Topf, erhitzen das Ganze und dann wird darin die Zwiebelwürfel angeschwitzt. Wenn die Zwiebelwürfel dann glasig sind, kommt der Hokkaido-Kürbis dazu. Der Hokkaido-Kürbis mit Schale dazugeben und die Kartoffelwürfel. Und dann wird das Ganze mit Wasser aufgefüllt, bis alles bedeckt ist. Dann kommt eine Prise Salz dazu. Das Ganze dann 20 Minuten gekocht hat, die Kartoffeln und der Hokkaido-Kürbis, dann wird alles zusammen durch ein Sieb abgegossen. Die Brühe heben wir noch auf, falls wir am Ende die Konsistenz noch ein bisschen verändern möchten von dem ganzen Püree. Das kommt erstmal beiseite. Die Masse geben wir dann in eine Schüssel, am besten Plastik, da wir es noch mit dem Pürierstab pürieren müssen. Und das ist im Metall nicht so gut. Dann wird das Ganze püriert. Erstmal so ein bisschen andrücken. Dann geben wir die Creme fraiche dazu. Ungefähr zu 2 Esslöffel. Und dann wird es richtig schön matsch. So, dann geben wir eine Prise Salz, ungefähr so 2 Fingerspitzen voll dazu, ein bisschen, und eine Prise Pfeffer, den Pfeffer schön vorsichtig machen, und dann nochmal schön verwirren. So, und wenn das Ganze dann eine schöne cremige Konsistenz hat, muss das nochmal durch Sieb gedrückt werden, in eine andere Schüssel dann, schön rein ins Sieb nochmal. Und dann wird das Ganze schön, das dauert ein Stück, durchs Sieb gedrückt, damit die ganzen Brocken dann raus sind und wir eine schöne samtige Konsistenz haben. So, jetzt machen wir unsere Kräuterschaumsoße. Dazu schwitzen wir auch wieder erst die Zwiebel an, bis sie glasig ist. Währenddessen können wir schon mal die Brühe in die Schlagschüssel geben, genauso wie den Weißwein. Da kann man lieblichen oder halbtrocknen benutzen. Die Eier, 3 Eigelb. Geben wir noch die Zwiebel hinzu. Leicht angeschwitzt. Ruhig mit dem Fett, das ist überhaupt kein Problem. Das Ganze befindet sich in einem Wasserbad. Wie Sie sehen, haben wir hier Wasser drin. Ohne dass die Schüssel im Wasser steht, bitte. Sie muss frei hängen. Und dann kommt das Ganze hier drüber, wird langsam erhitzt und vorsichtig geschlagen. Es dauert einen kleinen Moment, bis das Ganze anfängt langsam zu binden, langsam dick zu werden. Wie Sie sehen, entwickelt sich hier schon Schaum. So, wenn das Ganze jetzt langsam fest wird, drehen wir die Flamme aus, also die Hitze reduzieren, damit das Ganze nicht kocht, weil sonst gerinnt Ihnen das Ei. Und dann geben wir wirklich tröpfchenweise, schön langsam und schön verrührend, die geklärte Butter hinzu. Geklärte Butter können Sie so machen, indem Sie Butter erwärmen, sodass sich die Molke von dem Fett trennt. Und dann einfach oben das Klare der Butter abschöpfen und dann haben Sie schon geklärte Butter. Ungefähr 2 Esslöffel. Das Ganze wird ähnlich gemacht wie die Sauce Hollandaise. Aufgeschlagen über dem Wasserbad und mit geklärter Butter dann verfeinert. Wenn die Soße jetzt so eine Konsistenz hat, schön cremig und luftig, dann können wir das Ganze sieben. Sieben wir jetzt in einen extra Topf wegen den Zwiebelwürfeln, damit die nicht in der Soße sind. Die sind einfach störend. Dann haben wir hier im Topf unsere Soße. Und dann geht es ganz schnell.
Da können Sie Kräuter dazu tun. Ich habe mir jetzt Salbei, Rosmarin und Thymian ausgesucht. Und Sie können nehmen, was Sie zu Hause haben, was Ihnen schmeckt, was eventuell im Garten wächst. Frische Kräuter haben ein viel besseres Aroma. So, die kommen jetzt dazu. Es wird schön untergerührt, unsere Kräuterschaumsoße. Dann hätten wir hier noch ungefähr so 2 Esslöffel geschlagene Sahne. Auch schön unterheben. Das Ganze würzen wir dann mit Pfeffer und Salz ab. Von allem ungefähr wieder so eine Prise. Das können Sie je nach Geschmack machen. Eine Prise Salz. So, nochmal durchrühren, schön vorsichtig, dass wir die schaumische Konsistenz erhalten. Und dann wäre die Kräuterschaumsoße auch schon fertig. Jetzt kommen wir zu unserem Rinderfiletsteak. Dazu habe ich hier eine Scheibe abgeschnitten von ca. 3 cm. Wenn Sie das nach dem Rezept machen, wird es Medium. Wer das nicht möchte, kann es je nach Bedarf dünner schneiden für durch oder etwas dicker für blutig. Zuallererst würzen wir das Fleisch mit Salz, schön von beiden Seiten dann, ein bisschen Paprika und geschroteten Pfeffer. Der geschrotete Pfeffer einfach deswegen, weil er intensiver schmeckt. Dann drehen wir das Ganze um, Salz wieder hier schön einreiben, Paprika und geschroteter Pfeffer von beiden Seiten. Dann wird in der Pfanne Öl erhitzt, bis es schön heiß ist, dass wir das Rinderfiletsteak scharf anbraten können. Und tun es in die Pfanne. Das Ganze braucht ungefähr 3 Minuten von beiden Seiten. Und dann wird das Ganze gewendet. Das sehen Sie hier, es ist schon schöne, hat eine wunderschöne Farbe. Und jetzt dauert es nochmal 3 Minuten. Auch wieder bei voller Hitze. So. Jetzt löschen wir das mit Rotwein ab. Da bitte ein bisschen vorsichtig machen, weil das Fett sehr heiß ist. Ein bisschen von Weiden ablöschen. Hitze wegnehmen. Deckel drauf. Und jetzt so circa, also richtig von der Wärme wegnehmen und mal noch so 3 Minuten stehen lassen, damit das Fleisch zur Ruhe kommt, damit es atmen kann sozusagen und dann ist es perfekt. So, hier hätten wir jetzt unser fertiges Kürbispüree, das ich zu unserem Rinderfiletsteak mit der Kräuterschaumsoße empfehle. Wir machen schön vorsichtig erstmal auf den Teller mit 3 kleinen Häufchen. Dazu gibt es dann hier unser wunderschön gebratenes Rinderfiletsteak. Wenn Sie das jetzt riechen können. Ein kleines bisschen Bratenfond drüber mit dem Rotwein, wirklich nur ein bisschen. Und dann überziehen wir das Ganze mit unserer Kräuterschaumsoße. Nicht zu viel. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal, Ihre Caroline Börner. So, und jetzt lasse ich es mir schmecken. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de